Herzlich begrüße ich Sie zum Himmelfahrtsgottesdienst aus dem Atelier von Otto Obelode. Sein Haus steht in Goßfelden. Viele dürften Otto Obelode kennen, weil er so manches Grimmsche Märchen illustriert hat. Und er liebte das Lahntal. Deswegen finden sich in seiner Sammlung viele Bilder mit Wolken, Himmel und seinen geliebten Pappeln. Besonders bedanke ich mich bei der Otto-Obelode-Stiftung, namentlich bei Herrn Rinn, dass wir so viele Aufnahmen für den Gottesdienst hier in diesem wunderbaren Garten machen können. Andere Aufnahmen sind in Kölbe bei meinem Kollegen Alexander Warnemann. Und nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Aus Psalm 47. Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet Gott, Lob singet unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde, Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Starken auf Erden. Er ist hoch erhaben. Amen. Lasst uns beten. Gott, wir erwarten eine Erde, die Himmel bietet für alle Menschen. Eine Erde, die auch in den kommenden Generationen noch ernähren kann. Wir erwarten einen Himmel, der mit seiner Weite auch unsere Herzen öffnet, der mit seinem Licht das Dunkle in uns vertreibt. Wir erwarten einen Himmel, der aufgeht über Gut und Böse, der Hoffnung in uns weckt, dass du uns entgegenkommst. Amen. Die Lesung für den heutigen Himmelfahrtstag steht in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Christus zeigte sich seinen Jüngern nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und bis ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Worte des lebendigen Gottes.
Amen. Zu diesem Text gibt es zugegeben eine heitere Darstellung, die ich gerne mag. Man sieht darauf eine Menge staunender Menschen auf einem Berg. Und oben am Bildrand schwebt eine dicke, fluffige Wolke gen Himmel, aus der zwei Füße ragen. Himmelfahrt. Jesus entschwebt und das Letzte, was wir von ihm sehen, sind seine Füße. Füße, mit denen Jesus seinen Jüngern vorausging. Füße, die nicht müde wurden, von Ortschaft zu gehen. Füße, die wenigstens einmal mit kostbarem Öl gesalbt und mit Haaren getrocknet wurden. Füße, die von der schweren Last des Kreuzesbalken zum Straucheln gebracht wurden. Füße, die ans Kreuz genagelt wurden. Füße, die, wie es im Lukas-Evangelium heißt, nach der Auferstehung noch einmal 40 Tage lang den Jüngern Jesus und seine Lehre vom Reich Gottes nahebrachten. Jetzt entschweben sie und lassen die Jünger oder diejenigen, die das Bild betrachten, alleine mit ihren eigenen Füßen zurück. Da stehen sie nun, die Jünger. Da stehen wir nun heute. Und im Grunde genommen sitzen wir ja im selben Boot. Wir können nur in den Himmel schauen und darauf vertrauen, dass von dort oben eine Kraft kommt, die uns hier auf der Erde unsere Standfestigkeit gibt. Die Jünger sogar noch die Botschaft bekommen, dass Jesus nicht auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Vielmehr hat Jesus versprochen, dass er eines Tages wiederkommen wird und dass dann alles im Himmel wie auf Erden werden soll. Aber wir kennen weder Tag noch Stunde. Wir stehen tatsächlich unter freiem Himmel, manchmal auch im Regen, und können nur staunen und überlegen, was wir denn jetzt mit der Zeit dazwischen anfangen. Mischen wir uns unter die Jünger und belauschen deren Ideen. Ich habe euch ja schon immer gesagt, dass er nicht ganz von dieser Welt ist. Er ist jetzt da, wo er hingehört. Was? Aber wir gehören doch auch zu ihm. Warum bleiben wir hier sitzen, wie verwaist? Das ist ja schlimmer als nach der Kreuzigung. Du wirst schon sehen. Wir bleiben mit ihm verbunden. Unsere Aufgabe wird es sein, hier auf der Erde Menschen für den Himmel für ihn zu gewinnen. Wenn er damals am Kreuz so entschwebt wäre, dann hätte ich es ja besser verstanden. Aber warum denn gerade jetzt, wo wir endlich angefangen haben, wirklich zu verstehen, wie Gott im Himmel auch auf der Erde da ist? Eigentlich hast du jetzt schon selber die Antwort gegeben, Petrus. Jetzt, wo wir es endlich verstanden haben, stellt er uns auf unsere eigenen Füße. Schau, Petrus, als Jesus dich aus deinem Dorf geholt hat,
bist du ihm treu hinterhergegangen. Und du bist Jesus einfach gefolgt. Wo er seine Schritte hingelenkt hat, hast du die deinen auch hingelenkt. Und wenn er wirklich mal ganz alleine sein wollte, dann war es schwierig, dir klar zu machen, dass du ihn nun wirklich nicht auf Schritt und Tritt verfolgen musst. Und das einzige Mal, dass deine Schritte den seinen nicht folgten, war bei seiner Feste und bei seiner Kreuzigung, nicht wahr? Und wann, Petrus, wann denkst du, ist der Zeitpunkt gekommen, wieder eigene Schritte zu tun? Wieso eigene Schritte? Mein Leben ist es, Jesus nachzugehen. Ich bin doch sein Jünger. Er zeigt mir, wo es lang geht. Und jetzt kann ich nicht nach? Was redest du? Ich will keine eigenen Schritte machen. Weißt du noch, wie Jesus uns damals paarweise losgeschickt hat, um den Leuten von Gottes Reich zu erzählen und sie sogar zu heilen? Ja, in seinem Auftrag bin ich mit Andreas losgezogen. Eine großartige Woche. Und wer hat dir damals den Weg vorgegeben? Wir haben damals immer gebetet und dann gemeinsam entschieden. Und Gott war mit uns auf unserem Weg. Genau. Trotzdem waren es deine eigenen Schritte. Damals nur, klar, für eine begrenzte Zeit. Dann ging Jesus wieder voraus, weil wir noch nicht genug verstanden hatten, um immer so machen zu können. Aber jetzt ist das anders. Du meinst, wir zwei sollen jetzt wieder zu zweit lostigern, so wie damals? Und wenn ich dann mal nicht mehr weiter weiß, wo treffen wir uns denn dann mal wieder? Petrus, ich glaube, wir sollen uns auf unsere Gemeinschaft verlassen. Solange wir an dem leiblichen Jesus kleben, übernehmen wir doch keine Verantwortung. Aber er hat uns doch Vollmacht zugesprochen. Wir sollen Verantwortung übernehmen. Und außerdem hat er uns doch so vieles gelassen, worin er immer anwesend ist bei uns. Stimmt. Beim Brotbrechen zum Beispiel, da ist er spürbar da. Und immer wenn wir mit seinen Worten beten, ja, und wenn wir in seinem Namen für andere beten. Und dann werden wir auch noch seine Kraft auf eine ganz andere Weise erfahren. Hat er uns nicht gerade auch seine Kraft, die Kraft seines Geistes versprochen? Wir sind keine Jünger mehr in Zukunft, Petrus. Wir sind Zeugen und wir sind seine Gesandte. Wir sind Apostel. Schaut mal, fast kommt es mir vor, als ob der Himmel jetzt viel heller ist. Wenn Jesus jetzt da oben im Himmel ist, dann ist es da sicherlich ganz, ganz hell. Aber dann ist es auch bei uns auf der Erde viel heller. Wir können unsere Schatten sehen. Manchmal, mein Lieber, sprichst du klüger als ein Philosoph. So könnte man unsere Aufgabe auch zusammenfassen. Einfach den Leuten davon erzählen, dass der Himmel bis auf die Erde reicht. Komm, wir müssen los. Lass uns gehen. Und wir? Ich glaube, dass es vielen Menschen ein wenig wie Petrus geht. Mir wäre es auch lieber, Jesus würde ab und zu zum Anfassen auftauchen und mir ganz leiblich weiterhelfen. Aber Himmelfahrt ist das Fest, das uns in die Verantwortung nimmt. Das Fest, an dem wir als Christen und Christinnen mündig werden. Jesus als Mensch ist nur noch in den Spuren, die er hinterlassen hat, uns vor Augen. Die Kraft allerdings, die Kraft der Liebe Gottes ist noch genauso wie vor 2000 Jahren. Diese Kraft macht uns heute zu Nachfahren der Apostel, zu Menschen, die überall und immer wieder dafür einstehen, dass Gottes Kraft wie im Himmel so auf Erden gilt. Zu Menschen, die sichtbar machen, dass durch das Dunkel hindurch der Himmel hell scheint. Und so hell wie der Himmel, so soll auch die Erde sein. Amen.
Lasst uns beten. Wir bitten dich für alle, die ängstlich in die Zukunft schauen, für alle, deren Fragen unbeantwortet bleiben, für alle, die trauern und weinen, die nicht mehr weiter wissen. Du, Gott, hast versprochen, den Himmel über uns und in uns aufgehen zu lassen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die nach Gerechtigkeit hungern, für alle, denen das Nötigste fehlt, für alle, die auf der Flucht sind, für die Opfer von Terror und Gewalt. Du, Gott, hast versprochen, den Himmel über uns und in uns aufgehen zu lassen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, denen du Macht gegeben hast, für alle, die Verantwortung tragen. Lass sie dem Frieden dienen. Hilf uns, deine Schöpfung zu bewahren. Du, Gott, hast versprochen, deinen Himmel über uns und in uns aufgehen zu lassen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Und gemeinsam beten wir, wie Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und Gott behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.